Vom wilden TV-Sternchen zur perfekten Prinzessin. Was Sophia von Schweden da gelungen ist, muss ihr erst einmal eine nachmachen. Den großen Vorher-Nachher-Vergleich gibt's hier im royalen Style-Check. Eins ist nicht von der Hand zu weisen: Sophia wollte berühmt werden. Im schwedischen Reality-TV und als Model machte sie ihre ersten Gehversuche. Schüchtern ist Sophia Hellqvist mit Anfang 20 sicherlich nicht gewesen. In Stockholms Party- und Eventszene fühlt sie sich sichtlich wohl. Damals verdient sie ihr Geld unter anderem als Promo-Girl und Model. Ihr Style? Jung und frech. Mit blondierten Spitzen, viel Kajalstift und luftigen Outfits macht sie auf sich aufmerksam. Doch das reicht Sophia noch nicht. Sie wagt den Schritt ins Fernsehen und nimmt an der Reality-Show Paradise Hotel teil. Für ein schwedisches Männermagazin zeigt sie sich sogar nur im Bikini. Der große Ruhm bleibt aus. Sophia zieht nach New York und verschwindet zunächst von der Bildfläche. Die große TV- und Modelkarriere gab es vielleicht nicht, doch auch in New York wird Sophia nicht glücklich. Sie kehrt nach Stockholm zurück und angelt sich Schwedens begehrtesten Junggesellen, Prinz Carl Philipp. Beim Mittagessen hat's gefunkt. Über gemeinsame Freunde lernen sich Sophia und Carl Philipp 2009 kennen. Ein Jahr später wird die Beziehung publik. Und siehe da, plötzlich sehen wir die Prinzessinnenfreundin so. Die blonden Spitzen und das starke Make-up sind passé. Selbst die kurzen Kleider hat sie aus der Garderobe verbannt. Kein Wunder, jetzt wird Sophia mit dem schwedischen Königshaus in Verbindung gebracht und da gelten bekanntlich andere Regeln. Bei den ersten Auftritten mit den Royals macht sie alles richtig. Vom Fascinator bis zum Plateau-Heel, Sophia scheint wie gemacht für die königliche Bühne. Die Verlobung 2014 überrascht dann nur noch die wenigsten. Kaum trägt Sophia den Titel Prinzessin von Schweden, schon geht die Style-Verwandlung weiter. Sie wird wieder natürlicher. Das schwarz gefärbte Haar weicht blonden Strähnen. Mit der Geburt des ersten Sohnes Alexander werden die Outfits auch zusehends alltagstauglicher. Und noch eine Veränderung stellen wir fest: Sophia lässt sich die Zähne richten. Im Vorher-Nachher-Vergleich ist der Unterschied nicht zu übersehen. Heute hat Prinzessin Sophia ihren Stil gefunden. Die Tage der freizügigen Looks sind vorbei und die Modepatzer aus vergangenen Jahren vergessen. Und das war's mit dem Style-Check für dieses Mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge.